Hallo, mein Name ist René Steges und ich bin Inhaber des ERS IT Service. In diesem Video geht es ganz kurz um das Thema Freifunk und was ist Freifunk eigentlich? Leider spielt das Wetter heute nicht ganz so toll mit, deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video im Innenraum zu filmen. Die Lichtverhältnisse sind hier jetzt nicht ganz berauschend, aber ich hoffe, man kann es trotzdem sich anschauen. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema. Freifunk. Ein Begriff geistert durch die Medien. Zumindest bei den Wallern scheint dieser Begriff mittlerweile angekommen zu sein. Dies zeigt mir meine Arbeit direkt an der Front. So werde ich von immer mehr Leuten gefragt, Herr Steges, sagen Sie mal, dieses Freifunk. Was ist das eigentlich? In diesem Video bzw. meiner geplanten Videoserie möchte ich ein wenig darauf eingehen, was ist Freifunk und wie funktioniert das. Ich möchte hier niemanden von Freifunk auf die Füße treten, aber ich meine zu sehen, dass die Jungs wirklich technisch top sind, aber bei der Kommunikation nach draußen an Leuten, die technisch nicht so versiert sind, noch ein bisschen arbeiten können. So habe ich das Gefühl, dass die Besuche von Freifunk bei den Leuten mehr Fragen hinterlassen, als sie beantworten. Mein Ziel ist es, mit diesem Video hier ein wenig mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und darum soll es auch gehen. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist Freifunk eigentlich? Nun, Freifunk ist in erster Linie erstmal ein gemeinnütziger Verein, beziehungsweise hier in Bremen ist dieser Verein aktuell in Gründung. Ziel dieses Vereins ist es, ein kostenloses, freies WLAN aufzubauen, an dem sich jeder beteiligen kann. Die Vision oder der Hintergrund dieser Vision ist es, den Leuten wirklich, egal wo sie sind, ein kostenloses Netzwerk und auch ein Zugriff ins Internet zu gewähren, ohne dass hier irgendwelche Firmeninteressen eine Rolle spielen. In der Praxis kenne ich es so, wenn mich ein Kunde anspricht und er möchte ein WLAN seinen Gästen bzw. seinen Kunden zur Verfügung stellen, dann kommen da recht schnell ein paar hundert Euro an Kosten auf ihn zu, zusätzlich zu irgendwelchen Fixkosten, die monatlich entrichtet werden. Wir sprechen hier von spezieller Hardware, wir sprechen hier von irgendwelchen Verträgen, wir sprechen von Wartungsgeschichten, das Netzwerk muss gewartet werden. Und genau das soll Freifunk nicht sein. Bei Freifunk geht es wirklich darum, jemand, der Freifunk betreiben möchte, der holt sich ein Gerät, welches im Preisrahmen zwischen 20 und 150 Euro liegt und kann sofort loslegen, ohne irgendwelche Verträge einzugehen und ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Der Hintergrund von Freifunk ist, dass dieses Netz sich im Prinzip so aufbaut, dass es immer stärker wird, je mehr Leute sich beteiligen. Dieses Beteiligen sieht wie folgt aus. Jemand, der Freifunk unterstützen möchte, kauft sich so einen Router. Dieser Router wird einfach in die Steckdose geklemmt und fertig. Sollten genug Leute an diesem Netz teilnehmen, reicht das auch wirklich, um dieses kostenlose WLAN aufzubauen. Natürlich kann ich diesen Freifunkrouter auch an meinen normalen Internetanschluss mitbetreiben und somit auch gleich einen Knotenpunkt zur Verbindung direkt ins Internet beitragen. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, Moment, wenn ich den Router von Freifunk an meiner Internetleitung anstöpsel, dann muss ich doch dafür haften, wenn irgendjemand darüber Mist baut und er kostenlos über meinen Anschluss ins Internet geht. Im Normalfall besteht diese Gefahr. Das stimmt. Wenn ich mein Internet einfach frei jedem zugänglich mache, dann kann es mir passieren, dass ich in eine sogenannte Störerhaftung komme. Diese Störerhaftung besagt, dass der Anschlussinhaber dafür haftbar gemacht werden kann, wenn er dafür sorgt, dass jemand anders seinen Zugang
missbrauchen kann, um irgendwelche illegalen Dinge im Internet zu tun. Bei Freifunk sieht es ein wenig anders aus. Die Freifunkgeräte sind technisch so aufgebaut, dass sie eine Verbindung zu einem Freifunkcomputer aufbauen. Dieser Freifunkcomputer geht hin und baut die eigentliche Verbindung ins Internet auf. Sie müssen sich das so vorstellen, als wenn Sie ein zusätzliches Kabel direkt an so einen Freifunkcomputer schalten. Wer hier in Störerhaftung kommen kann, ist ganz klar die Initiative Freifunk. Vorteil an Freifunk ist, die haben ein sogenanntes Provider-Privileg und das heißt, sollten da irgendwelche Anfragen kommen, von wegen Abmahnung oder strafrechtliche Sachen, kann Freifunk immer noch sagen, Moment, wir sind Anbieter eines Internetanschlusses und wir müssen diese Daten nicht rausgeben. Und damit ist Freifunk frei raus, aber viel wichtiger, der Betreiber des Freifunkanschlusses, dieses Routers, wo diese Straftat, diese Urheberrechtsverletzung begangen wurde, der kann nicht gefasst werden. Wie das im Genauen funktioniert, werde ich in einem späteren Video erläutern. Doch das ist nicht das Einzige, was Freifunk bieten möchte. Freifunk steht nicht einfach nur für einen kostenlosen WLAN-Zugang. Freifunk möchte darüber hinaus ein Netzwerk aufbauen, welches neben dem Internet besteht. Das bedeutet, dass man exklusiv Inhalte für das Freifunknetz zur Verfügung stellen kann, die auch wirklich nur über Freifunk abrufbar sind und nicht etwa aus dem Internet. Dies kann Vorteile haben, dass man wirklich beispielsweise in Walle bestimmte Inhalte, irgendwelche Gutscheine nur für Waller zur Verfügung stellen, die auch wirklich in Walle das Freifunknetz nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, sollte mein Internetanschluss mal ausfallen und genug Leute um mich herum machen in diesem Freifunknetz mit, dann habe ich trotzdem noch Internet, weil dieses Freifunknetz nicht unbedingt nur von meiner Internetleitung angewiesen ist, sondern auch in der Lage ist, sich eigenständig zu verbreiten. Das bedeutet, wenn ich selber keinen Internetanschluss habe, reicht es, wenn ich einen Freifunkrouter nehme, den in die Steckdose anschließe und dieser Freifunkrouter die Verbindung zu einem Freifunkrouter beispielsweise vom Nachbarn aufbauen kann. Damit wird das eigentliche Freifunknetz weiter ausgebaut und somit auch diese kostenlose Internetleitung. Das ist so in der Form meines Wissens einmalig. Ich kenne keinen anderen Anbieter, der so eine Verflechtung aufbaut. Das soll es jetzt auch fürs Erste gewesen sein. Für Fragen rund um das Thema Freifunk stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Dort einfach mal hier unten die Kontaktdaten in Anspruch nehmen, telefonisch oder per E-Mail. Und ich werde mal schauen, ob ich die Anfragen beantworten kann. Zusätzlich habe ich ja noch geplant, weitere Videos, die ein bisschen technischer ins Detail reingehen, wie Freifunk arbeitet, zu erstellen. Hierfür benötige ich aber Ihre Mithilfe. Und zwar würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie festgestellt haben, was Sie mit den Informationen was anfangen können. Oder alternativ einen Daumen nach unten, wenn Sie sagen, nee, Herr Steges, lassen wir es. Zusätzlich würde ich mich wirklich auch freuen, wenn wir es schaffen, eine rege Diskussion unten in den Kommentaren hinzubekommen, weil mich die Frage brennt, was sagen Sie zu dem Thema Freifunk? Interessiert Sie das Thema eigentlich oder ist Ihnen das egal, ob Sie ein kostenloses WLAN haben? Sie können ja einfach mal einen Kommentar hinterlassen und wir können ja mal schauen, ob wir eine rege Diskussion zustande bekommen. Ich bin jetzt auch fürs Erste raus und bedanke mich für Ihr Interesse. Bis dann, Ihr René Steges.